In der Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert. So sind zum Beispiel die technischen Möglichkeiten in den Betrieben immer vielfältiger geworden. In unserer Serie Neues von gestern blättern wir heute 35 Jahre zurück, als die ersten Computer in den Bauernhöfen Einzug gehalten haben. Zu Besuch am Hof der Familie Krampel im unteren Lavantal. Nach der Übernahme durch den Jungbauern haben in den frühen 1980er Jahren die modernen Zeiten am Hof Einzug gehalten. Auf einer Landwirtschaftsmesse in Hannover machte der Lavantaler die erste Bekanntschaft mit einem Computer. Er war von den Möglichkeiten, die diese Anlage bot, derartig fasziniert, dass er gemeinsam mit einer Firma in Wien ein spezielles Programm für seinen Hof entwickelte. Krampel braucht dann dem Computer nur den Auftrag zu geben, den Ferkeln und Schweinen der verschiedenen Altersgruppen die für sie geeigneten Menüs zusammenzustellen. Alles Übrige besorgt ein elektronischer Stallbursche, der von der Computerzentrale die Aufträge entgegennimmt. Der ratternde Drucker der ersten Generation lieferte auch die genaue Abrechnung. Und, wie man sieht, hat es den Schweinen auch geschmeckt. Bei unserer Rundreise durch die bäuerliche Welt des Jahres 1982 sind wir nun bei den Rindern gelandet. Neuerungen und Veränderungen waren auch schon vor 35 Jahren nichts Ungewöhnliches mehr. Noch gibt es ein kräftiges Futter, bevor die lange Reise beginnt. Von der Alm geht es zur Verladestation am Bahnhof und weiter mit dem Zug in den Süden. Von einem kleinen kroatischen Hafen aus fährt das Schiff nach Libyen, wo die Kärntner Ochsen und Stiere entladen werden. Mit der Biowelle, die in den 1980er Jahren erste Anhänger fand, hat man auch in Kärnten das Schaf wiederentdeckt. Die Anzahl der Schafzüchter ist damals jährlich um 10% gestiegen. Wurde vorerst nur die Wolle der Tiere genutzt, so wurden mit der Zeit Käse, Milch und Joghurt vom Schaf immer beliebter. Aussteiger nannte man vor 35 Jahren die jungen Leute, die auf Bauernhöfe zogen und mit der Schafzucht begonnen haben. Die kräftige Jausen dürfte auch ihnen gut geschmeckt haben.